Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft für Anfänger. Und heute werden wir uns mal anschauen, was ist eigentlich die schnellste Methode zum Reisen. Let's go! Vorweg kann ich schon mal sagen, die Elytra ist es nicht. Ja genau, die ist nicht die schnellste Methode zum Reisen. Aber wir werden jetzt in den Nether gehen und dann werden wir da mal eine kleine Strecke aufbauen von so ein paar Blöcken und werden mal verschiedenste Reisemöglichkeiten probieren. So, angekommen im Nether haben wir hier jetzt eine Strecke von 200 Blöcken. Und die werden wir einfach auf verschiedene Arten und Weisen versuchen zu überwältigen. Und zwar mit Sprinten, mit ja, verschiedenen Dingen. Man kann mit der Elytra fliegen, ne? Man kann mit Minecarts fahren und. Und ich würde sagen, wir fangen einfach hier an und laufen mal los. Messen das Ganze mal anhand der Zeit. Okay, 3, 2, 1. So, angekommen. Boah. Und jetzt tut mir schon die Finger weh. Gut. Wie lange das jetzt war? Ja, das muss ich jetzt gucken. Ja, das Ganze zu Fuß hat etwa 26 Sekunden gedauert. Das sind circa 7 Blöcke die Sekunde, was eigentlich ja okay ist, ne? 7 Blöcke die Sekunde. Wenn man überlegt, dass man das gerannt ist, im Real Life rennt man schneller, aber gut. Das Einzige, was ich nicht so gut finde, ist, dass man da die Tastatur wirklich zersmasht, weil man die ganze Zeit immer sprinten und hüpfen und sprinten und hüpfen und weiß ich nicht. Und oh boy, das ist, ja, die Tastatur haust du kaputt. Jetzt probieren wir das Ganze aber selber nochmal mit Packeis, weil da ist man ja so ein bisschen flutschig, ne? So ein bisschen rutschig unterwegs. Und mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. In 3, 2, 1, los! Ja, wir sind schon eine ganze Ecke schneller. Wir sind schon eine ganze Ecke schneller, auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie lange wir brauchen. So, back in town haben wir für die ganze Strecke mit Packeis etwa 14,5 bis 15 Sekunden gebraucht. Und das auf 200 Blöcke. Ja, das sind schon so 10, 11, 12, 13, 13, Blöcke die Sekunde. Ist schon eine ganze Ecke schneller, ne? So, aber jetzt haben wir hier blaues Eis. Blaues Eis ist ja nochmal eine Runde schlüpfriger, ne? Also es gibt ja Schnee, Eis, Packeis, blaues Eis, so, ne? Und, ja, mal gucken, wie schnell wir beim blauen Eis sind. In 3, 2, 1. Alter, mir fallen langsam echt die Finger ab. Ich brauche was anderes als selber hüpfen. Ja, ich habe den Tunnel mal ein bisschen ausgebaut, ne? Weil wir gleich ein Boot nehmen werden. Und wir haben mit dem blauen Eis 13 Sekunden gebraucht. Das heißt, wir waren etwa anderthalb Sekunden schneller bei 200 Blöcken, was jetzt natürlich nicht so wild ist. Wenn man aber natürlich tausende Blöcke reißt, dann macht das schon einen Unterschied. Das ist nur extrem teuer. Wenn wir überlegen, damit man das bekommt, braucht man im Prinzip 9 Eisblöcke. Ja, und das ist dann schon, puh, das, die ganze Strecke, das ist schon wirklich sehr viel Eis. Aber okay, wir werden jetzt mal versuchen, das Ganze mit einem Boot zu bewältigen. Mit einem Boot ist eigentlich so die häufigste Methode, die man sieht, im Nether zu reisen. Und ja, wir gucken mal, wie lange wir damit brauchen für die 200 Blöcke. Warte, ich muss nochmal zurück an die Wand. Gut, dass hier hinten nur ein Platz ist. Das heißt, wir passen im Boot nicht da rein und können einfach zurückfahren. So. Ja, wir sind hinten dran. Und dann versuchen wir jetzt 200 Blöcke in 3, 2, 1... Oh boy, oh boy, Alter, oh mein Gott, okay, ich muss die Strecke zumachen. Also nochmal, 3, 2, 1, los geht's. Oh mein Gott, ist das schnell. Okay, das ist echt schnell, aber ist das auch die schnellste Variante? Also, wir haben roundabout 6 Sekunden gebraucht für 200 Blöcke. Das sind dann so 35 Blöcke die Sekunde, circa, mal kurz im Kopf überschlagen. Aber das ist schon eine ganze, ganze Ecke schneller. Und vor allem, wenn man überlegt, man muss da gar nicht seine Tastatur zersmashen. Man kann da einfach sich reinsetzen, gerade ausdrücken und man ist super schnell drüben. Aber jetzt haben wir natürlich noch diese Variante hier. Und ich würde sagen, wir probieren die einfach mal aus in 3, 2, 1. Okay. Also ich glaube, da brauchen wir gar nicht gucken, wie lange das war. Weil das war sehr langsam. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist schneller. Aber okay, es ist auch viel zu teuer, wenn wir mal überlegen, wie viele wie viel Gold wir brauchen und um diese Strecke zu machen. Also das ist ja richtig übertrieben teuer. Und bringt bei weitem nicht so viel wie Eis hinballern, um im Boot drüber zu jagen.
Aber es gibt ja noch ein paar Möglichkeiten. Es gibt ja zum Beispiel das Fliegen mit der Elytra. Das ist so ein bisschen gefährlich hier, ne? Und vor allem ist das in so einem Zweiertunnel ist es schwer umzusetzen. Deswegen machen wir das mal an der Oberfläche. Okay. Hier dieser kleine Turm ist die Koordinate, ich weiß es gar nicht, 428, 73 und minus 3,6. Und genau in diese Richtung ist bei 228, 73, minus 3,6 auch ein kleiner Turm. Das ist bei unserem Netherportal. Und ja, mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Das Ganze hat 5 Sekunden gedauert. Ja. Jetzt müssen wir aber überlegen, wenn wir im Nether reisen, dann reisen wir ja pro Block 8 Blöcke in der Oberwelt. Das heißt, ein Block im Nether sind 8 Blöcke hier oben. Und da unten haben wir für 200 Blöcke 6 Sekunden mit dem Boot gebraucht, 5 Sekunden mit der Elytra. Ja, aber wir können mit der Elytra unten im Nether gar nicht einfach fliegen wie ein Verrückter. Und darüber hinaus brauchen wir sehr, sehr viele Raketen. Deswegen halte ich persönlich die Elytra für nicht so effektiv wie das Boot. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, die bei weitem schneller ist, aber man nicht immer nutzen kann. So, die absolut schnellste Methode, aber eigentlich wirklich am wenigsten gebräuchlich, weil die einfach so viele Dinge voraussetzt, ja. Wir sind wieder hier auf dem Turm und wir haben jetzt nicht nur die Elytra oder Elytrin, wir haben auch noch einen Dreizack mit Sog 3. Und bei Sog 3, oh mein Gott, wird es jetzt dunkel hier, ich hoffe, man sieht überhaupt irgendwas. Hallo? Hallo? Alter, ist das dunkel. Ja, so sieht die Nacht beim Shader aus. Okay, so. Und wir können mit dem Sog uns, guck mal, können wir uns nämlich durch den Regen ziehen, oh mein Gott, ziehen lassen. Das war knapp. Und es ist so, wenn wir diese Zugkraft mit Sog, ne, kombinieren, also wir können uns ja durchs Wasser ziehen und durch regnerisches Wetter und das kombinieren mit Elytra, dann können wir richtig abheben. Wir sind bei 428, wir heben ab, nehmen die Elytra und guck mal die Blöcke, 500 Blöcke sind wir schon. Oh boy, hier regnet es schon nicht mehr und wie hoch sind wir überhaupt? Hier regnet es nicht mehr! Ja, da sind wir wieder zurück bei unserem kleinen Häusle und wir haben festgestellt, wenn wir mit der 1.15 dann in den Dschungel reisen, dann wird das auf eine bestimmte Art und Weise sein. Wir wissen jetzt 7 Blöcke für das Sprinten mit Springen, wenn Blöcke über einem sind, 13 Blöcke, wenn wir sprinten und springen über Eis, 15 Blöcke, wenn wir es über blaues Eis machen, 35 Blöcke, wenn wir mit dem Boot über blaues Eis düsen, 40 Blöcke, wenn wir die Elytra nehmen mit Raketen zum Fliegen und 100 und mehr Blöcke, wenn wir unseren Dreizack mit Sog und der Elytra im Regen benutzen. Also es macht natürlich wenig Sinn, ne? Es macht natürlich wenig Sinn, immer auf Regen zu warten, dann kann ich auch dreimal rennen, ja, deswegen fällt das schon mal raus. Aber die 35 Blöcke pro Sekunde halte ich für am sinnvollsten, deswegen sieht man die wahrscheinlich auch am öftesten, weil das einfach umzusetzen ist. Man macht eine lange, lange Bahnstrecke im Nether aus blauem Eis mit einem Boot, am Ende ein Netherportal, fertig, Ende, aus. Ja, also das ist eigentlich recht easy. Die anderen Varianten, ja, kann man machen, muss man aber nicht, ne? Und die Elytra im Nether zu benutzen, finde ich halt wenig praktikabel, weil da müssen wir breitere Tunnel machen, das ist mehr Aufwand. Dazu verliert die auch noch an Haltbarkeit. Wir brauchen Raketen, das Boot ist da doch einfach die bessere und langfristigere Variante. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Und ich weiß, es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten zu reisen, sich mit Pistons pushen zu lassen, mit TNT-Kanonen oder wie wir das schon mit der Bootkanone gemacht haben. Nur geht es ja immer um die praktikabelste im Survival. Und das ist meiner Meinung nach das Boot mit dem blauen Eis. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann kannst du das Video gerne liken, wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren und Teil von Team Lars LP werden. Von meiner Seite heißt es nur vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen und ja, dann müssen wir in der 1.15 eine Eisstrecke bauen. Ich bin raus und ciao mit V.